Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir setzen unsere Tutorial-Reihe fort, jetzt in der Alpha 2.6.1 von Star Citizen und gehen jetzt mal so die absoluten Basics für euch durch. Das heißt, wir sind direkt im Startmenü hier und wollen ins Universe starten. Das ist die obere Schaltfläche hier und damit wollen wir auch direkt eine Party starten. Ich mach das jetzt mal gleich. Der Weezen ist nämlich dabei. Hallo Weezen. Hallo. Und gehe auf meine Kontaktliste mit den 1 Million Freunden, die wir hier inzwischen angesammelt haben und suche mir den Weezen heraus. Wo ist er denn? Da ist er. Zack und Invite to Party. Und jetzt hoffe ich, hast du eine Einladung bekommen? Habe ich bekommen und ich drücke jetzt Ü, weil es die deutsche Tastatur ist. Und ich bin in der Party. Das ist ja großartig. So, Weezen hat meine Einladung angenommen und damit wollen wir jetzt zusammen nach Crusader starten. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf Crusader und gehe mal schon auf Visit Spaceport und Weezen kann ja jetzt nochmal erklären, was man da unten für Schaltflächen sonst so hat. Sehr gut, ich gehe ins Verse, ebenfalls wie du. Ich habe jetzt hier direkt, wenn ich auf Crusader gehe, auf den Spaceport, habe ich unten zum Beispiel die Option, den Server auszuwählen. Alle USA, EU oder Australien. Da würde ich aber allerdings bei EU bleiben, weil das die Performance verbessert. Ich sehe auch die Freunde, die hier on sind. Oder ich kann jetzt auch, weil ich in der Party bin, direkt auf Visit Spaceport drücken. Jetzt ein bisschen Daumen drücken und den wunderschönen Ladebildschirm bewundern. Und dann sollten wir gleich gemeinsam aufwachen. So, schönen guten Morgen auf Port Olisar bei Crusader. Ich erhebe mich gerade aus meiner Liegestadt hier und werde jetzt mal direkt anfangen, damit ein bisschen das HUD zu erklären. Denn das HUD verändert sich ein bisschen, je nachdem, was man für Rüstung, was man für Helme trägt. Ich habe jetzt hier die Grundausstattung an und man sieht folgende Anzeigen. Unten links fangen wir an. Da seht ihr so ein bisschen die Gesundheitsanzeige mit meinem Heart Monitor, der da so durchs Bild läuft. Momentan ist alles gut. Ich habe noch keinen Schaden genommen. Es wäre auch schade sonst. Daneben ist übrigens dann die Medipacks, die ich dabei habe, also diese Back-to-Life-Sticks, die man sich in den Unterarm rammt. Davon habe ich 2 aktuell dabei. Ich habe dann, wenn ich in die Mitte des Bildschirmes gucke, das Radar als allererstes, das ist mein FPS-Radar, was mir sozusagen in der Umgebung anzeigt, wer hier so um mich herumschleicht. Dann habe ich da drunter die Anzeige mit einem Ausrufezeichen gehabt. Dort haben sich da laufend meine Missionsziele abgeloadet. Das heißt, alles, was ich jetzt im Mobiglas gleich anwählen kann, um als Mission anzunehmen, habe ich dort schon mal als Vorschau gekriegt. Ich gucke unten rechts weiter. Dort findet sich jetzt die aktuelle Anzeige der Armistice Zone, das heißt der waffenbefreiten Zone, dargestellt durch eine durchgestrichene Pistolenkugel, die sagt, dass ich hier keine Waffen abfeuern oder auch überhaupt nur ziehen darf. Ansonsten habe ich rechts noch die Waffenanzeige, die jetzt aktuell, wie gesagt, nicht zu sehen ist, weil eigentlich hätte ich eine Handfeuerwaffe, aber ich darf sie hier nicht ziehen, ich darf sie hier nicht benutzen in dieser Armistice Zone. So, und während ich mir noch die beiden Postkarten von Gosh hier angucke, die an der Seite sind, hoffe ich, dass Weezen inzwischen auch angekommen ist. Ich bin wach und ich stehe vor dem Spind und da sieht man sofort, dass ein Use auftaucht. Das heißt, ich kann hier interagieren und dafür drücke ich die F-Taste und dann öffnet sich der Spind ein wenig, mein HUD verschwindet und wenn ich an mir runterschaue, dann sehe ich direkt, dass ich jetzt zivile Kleidung trage oder halt nur noch Casual Kleidung trage. Ich kann jetzt mit F4 rausschalten, eine Overview-Perspektive oder in die Seitenansicht. Und mit Y gedrückt halt, mit dem Freelook-Toggle, kann ich sogar ein bisschen um meinen Charakter herumfahren. Zugegebenermaßen habe ich mir mit den Klamotten noch nicht so viel Mühe gegeben. Ja, das sieht man hier direkt. Da wir aber raus wollen, ja, aus dem Spaceport, werde ich jetzt wieder F drücken. Der Spind öffnet sich wieder und mein HUD erscheint. Ich trage meine Rüstung, ich checke mal kurz. Ja, ich habe sie auch an und trete mal auf das Hub hinaus oder auf die Wohnebene. Ich weiß ja nicht, Sawyer, wo du bist. Ich schätze mal auf einem anderen Hub. So ist es, richtig. Bevor ich jetzt mich umgucke, wo ich bin, machen wir das allererste, was man dann nämlich anguckt. Wie gesagt, wir haben vorhin schon gesehen, dass sich die Missionen hochgeladen haben und jetzt schauen wir mal ins Mobiglas. Das können wir nämlich mit der Taste F1 öffnen. Dort erscheint hier diese wunderbare Mobiglas und Oberfläche, quasi euer Smartphone der Zukunft. Ihr habt hier verschiedene Schaltflächen. Einige sind noch coming soon, wie zum Beispiel die Skyline-App oder auch die Finance-App. Aber was ganz wichtig ist, ihr seht hier rechts
rechts oben euren Namen, dann entsprechend eure Finanzmittel, die ihr gerade aktuell habt. Und ihr seht vor allem den Mission Scheduler. Das ist dort die große Schaltfläche, die können wir mal anklicken zusammen. Und dort sehen wir, was gerade aktuell für Missionen verfügbar sind. Ich aktiviere jetzt mal so die ganzen Com-Arrays, die ich habe, damit wir da auch gleich hinreisen können. Und wenn ich dann zurück will in den Bildschirm, seht ihr diese beiden geschwungenen Linien unten. Dort muss man einmal raufklicken und kommt zumindest einen Bildschirm zurück und kann entsprechend auch das Mobiglas auf diese Art und Weise wieder verlassen. So, und während ich mir jetzt meinen Weg in die Lobby bahne, kann ja Weezen schon mal ein bisschen den Chat erklären und dann natürlich die grundsätzliche FPS-Steuerung. Genau, ich habe jetzt ebenfalls die Mission angewählt, mal kurz noch zwischengeschoben. Man sieht hier auch schon die Missionspunkte in meinem Overlay angezeigt. Ja, das wird später noch eine Rolle spielen. Ich beginne jetzt mal mit dem Chat, weil tatsächlich manchmal ist es ganz gut, sich zu vergewissern, ob man wirklich in derselben Instanz gelandet ist. Ich drücke F12, dann sollte er sich öffnen. Tut er nicht, ein häufiges Problem. Dann drücke ich Alt-GR-Minus. Und habe einen Cursor, drücke nochmal F12, jetzt bekomme ich auch den Chat und sehe hier schon, dass ich auf Party stehe. Deswegen wird mir wahrscheinlich jetzt gerade nicht sofort der Chat angezeigt. Ich gehe jetzt mal sicherheitshalber auf Main zurück und der Chat erscheint. Ist ein bisschen verwirrt, ist glaube ich auch noch ein Bug. Wenn ich jetzt hier Enter drücke, dann kann ich chatten. Ich schreibe mal jetzt einfach Hi rein, mal sehen, ob der Sawyer es sieht. Ja! Wir haben es geschafft. Wir sind auf demselben Raumhafen. Das ist vorteilhaft. In der Party sehe ich auch, dass Sawyer jetzt on ist. Ich denke, dass da noch ein paar Schwierigkeiten einfach bestehen mit dem mit der Lobbyverwaltung des Chats. Ich schalte jetzt auf Main zurück, damit ich jetzt die Übersicht behalte. Ich hätte jetzt hier noch die Möglichkeit, mir die Freundesliste anzuzeigen oder Informationen über das Fragezeichen abzufragen. Das muss man sich einfach mal anschauen. Besonders komplex ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich schätze mal, dass später sogar die Kommunikation vom Spektrum beispielsweise auch hier ankommen wird. Ich schalte mal das Chatfenster weg mit F12 als auch Alt-GR-Minus, um den Cursor wieder verschwinden zu lassen. Das ist dann auch wesentlich immersiver und da explodieren schon die ersten wackeren Piloten im Hintergrund. Das hören wir gerade sehr schön. Und beginne direkt mit der Gangsteuerung oder mit der FPS-Steuerung. Mit WSAD, ganz klassisch, kann ich natürlich vorwärts, rückwärts, links und rechts sidesteppen. Das geht. Ich kann mit B auch die Gangart verändern. Ja, dann spaziere ich. Ich zeige es mal hier mit F4 in der Außenperspektive. Ist wesentlich immersiver, finde ich, fürs Rollenspiel, als wenn man die ganze Zeit über Port Olisar hetzt, wie ein Bekloppter und verschwitzt dann am Schiff ankommt. zusätzlich habe ich natürlich auch die Möglichkeit, wenn mir das zu langsam ist, mit Shift zu rennen. Das geht auch im Spaziermodus. Mit B kann ich diesen Spaziermodus wieder umschalten auf schnelles Laufen und dann habe ich bei Steuerung noch die Möglichkeit, geduckt zu laufen, falls ich jetzt zum Beispiel am FPS-Gefecht bin. Ich versuche mal etwas, mal sehen, ob es gerade funktioniert. Ich drücke mal F4 zurück in die First-Person-View und drücke mal T für Taschenlampe. Ja, es scheint nicht zu funktionieren bei mir. Vielleicht hat mein leichte Scout-Armor keine Taschenlampenfunktion gerade, oder es ist gerade ausgefallen. Ich gehe jetzt mal zu dem Terminal als nächstes, um mir ein Schiff zu holen. Mach das mal, ich kann da mal übernehmen, denn bei mir funktioniert die Taschenlampe tatsächlich in diesem Moment gerade. Wie gesagt, mit T seht ihr, da ist dann jetzt so ein Kegel und hier könnt ihr in einem dunklen Teil von Port Olisar zumindest mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. So, und jetzt kannst du ja zurückgeben, denn ich bin übrigens auf Landing Pad Alpha gelandet. Wo bist du inzwischen? Weißt du das? Naja, ich bin immer noch in der Lobby von dem Raumhafen und werde mir jetzt hier erstmal ein Schiff anfragen und bin, ich glaube, es sieht mir ganz nach Delta aus von dem Farbschema. Da hinten auf der Tafel sieht man das. Ich bin Charlie, das ist blau. Und werde mir jetzt mal ein Schiff holen. Ja, ich stehe hier in diesem Eingangsbereich in der Lobby. Ist ein bisschen schmutzig hier, es stehen Nudeln rum. Weiß auch nicht, warum hier keiner aufräumt. Egal, ja, ich konzentriere mich auf den Use-Button, drücke F und ganz schnell erscheinen die Schiffe. Ich kann jetzt hier ein Schiff auswählen. Ich nehme mal die Super Hornet, mein Favorit. Request Ship, links geklickt. Und die nette Frauenstimme informiert mich darüber, dass auf Charlie 07 mein Schiff abgestellt wurde. Nochmal F gedrückt und ich bin wieder frei und kann mich frei bewegen und kann mich jetzt hier oben an den Schildern orientieren, in welche Richtung ich laufen muss. Da sehe ich schon, 5 bis 8 ist in dieser Richtung.
Shot geht auch auf, sehr gut. Und ich lande hier an dem Hauptshot oder an dem Airlock. Ganz wichtig, man sieht auch den Warnhinweis, bitte einen Raumanzug anziehen, ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Ich könnte auch hier nochmal an diesem kleinen Spind, der hier steht, meinen Raumanzug wechseln oder anziehen, beziehungsweise, falls ich es vergessen habe. Ich drücke jetzt Use, das Shot wird, der Druckausgleich wird durchgeführt und ich kann jetzt hier das Airlock betreten. Auch hier nochmal ein Terminal zum Aktivieren. Tatsächlich war das früher ein häufigeres Problem, dass man dann vergessen hat, seinen Anzug anzuziehen und dann, stirbt man ziemlich schnell bei der ganzen Nummer. So ist es. Ich habe mir übrigens eine Gladius besorgt. Wie gesagt, ich bin auf Alpha gelandet. Ich werde jetzt einfach mal, während du zum Schiff läufst, hier mal einsteigen in das Ding und dann dich da drüben besuchen kommen. Ja, 08 ist auch frei. Es trifft dich sehr gut, wenn du dich beeilst. Dann kriegst du einen wunderschönen Stellplatz in der Sonne. Man sieht hier die Super Hornet mit eingeklappten Flügelchen. Das ist die Parkposition, in der sie gerade steht. Wir haben hier eine ganze Masse an Waffen dranhängen an den Hardpoints. Ja, die werden hier grün angezeigt darüber. Ich habe das Schiff jetzt ein bisschen umgerüstet. Das ist jetzt nicht die Standardausführung. Da muss tatsächlich jeder sein eigenes Setup finden für. Ich sehe schon Scheinwerfer. Nein, das ist aber eine Merlin gewesen, die ist vorbeigeschossen. Der Sawyer wird bestimmt gleich hier auftauchen über mir. Hier sehe ich, neben dem Cockpit auf der linken Seite, sehe ich schon ein Feld, wo auch Enter Pilot Seat erscheint. Relativ einfach, ich muss nur rangehen, F drücken, der Treppe ausweichen, wobei die einem keinen Schaden zufügen kann. Und dann lande ich direkt in dem Cockpit oder steige direkt ein und die Systeme sollten jeden Moment hochfahren. So, da ist die Super Hornet von dem Weasen und ich werde mal den Landeanflug anleiten. Ich kann jetzt hier tatsächlich noch mit F4 auch ebenfalls wie im FPS-Modus rausschalten. Ja, ich kann hier in die Vorderansicht gehen und mit Y, dem Freelook-Toggle, wenn ich den gedrückt halte, also Y gedrückt halte, kann ich auch um das Schiff herumfahren. Und da sieht man jetzt ganz wunderschön oben auf dem Dach die schwere Bering, Combined-Bering-Projektilkanone. Ich habe hier tatsächlich in dem Rack-Store ausgeliehen noch einen festen Turm, damit ich diese Size-4-Waffe anbringen kann. Wie gesagt, das ist ein bisschen eine Spezialsache, da muss man sich dann selber sein eigenes Setup suchen. In der nächsten Folge werden wir uns dann natürlich um das Cockpit kümmern, um die HUDs kümmern. Wir werden euch dann zeigen, wie das alles aufgebaut ist und wie das Schiff von den Funktionen her funktioniert. Ich werde jetzt mal aussteigen, Alt und F gedrückt halten, dann sollte, ja, da geht es auch schon auf, das Cockpit, dann sollte ich gleich wieder draußen stehen. Jawohl, da steigt er aus. Ja, das soll es dann gewesen sein für die allererste Einführung hier jetzt bei Port Olisar. Wie gesagt, nächste Folge geht es dann ein bisschen konkreter mit dem Schiff los und dann werden wir natürlich auch irgendwann mal uns in die Lüfte erheben. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert den Channel, wenn ihr weiter up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen, liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat, schreibt uns nette Kommentare und wenn ihr uns als YouTube-Creator für unsere Arbeit bei Star Citizen unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil, das würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und Weasen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!